Wir hatten ja schon vor dem Prozess durchaus Befürchtungen, dass das in die gegenteilige Richtung laufen könnte, weil wir ja gesehen haben, dass der Sachverhalt überhaupt nicht ausermittelt war. Es hatte sich eigentlich keiner mal die Mühe gemacht, die beiden Videos in voller Länge anzugucken. Das wäre in unserer Sicht eigentlich Aufgabe des Ermittlungsverfahrens gewesen. Und als wir gesehen haben, dass das nicht passiert ist, dass diese Sachen im Zeitpunkt der Anklageerhebung noch nicht mal bei den Akten waren, haben wir Schlimmstes befürchtet. Aber so ist es nicht. Ja, so war es nicht, sondern wir haben einen Vorsitzenden Richter erlebt, der sehr fair die Verhandlung geführt hat. Ich empfinde Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem Gericht und der deutschen Justiz. Dankbarkeit gegenüber allen diesen unglaublich tollen Menschen, die mir beigestanden sind. Und Dankbarkeit gegenüber meinen Anwälten, die wirklich ein einzigartiges Team bilden. Das ist alles.